Zusammenfassung: Die Sehnsucht Gottes nach neuem Spiel aus überfluteter Freude ist gemäß den Rasa-Schriften der einzige Sinn des Herabkommens der Avatars und Krishnas und Krishna Chaitanyas auf Erden. Im Chaitanya Charitamrita heißt es: Krishna San. Das ganze Weltall ist erfüllt vom Wissen meiner Allmacht und Majestät. Aber in einer vom Bewusstsein meiner Majestät gedämpften Liebe, Prema, finde ich keine Freude. Die Liebe derer, die in mir den Allmächtigen sehen und die sich selbst für erbärmlich halten, werde ich nicht untertan. Es ist meine Natur, dass ich genau der Art der Liebe entspreche, die mir entgegenkommt. Wer mich mit lauterer Bhakti liebt und mir sagt: Mein Sohn, mein Freund, geliebter Herr meines Lebens, und der sich selbst als ebenso groß dünkt wie ich oder gar mich als ihm unterlegen, diesen Arten von Liebe werde ich untertan. Im Bewusstsein, meine Mutter zu sein, bindet mich die Mutter und herzt mich als ihr geliebtes Kind und betrachtet mich als äußerst hilflos und des Behütens bedürftig. Im Bewusstsein vertraulichster Freundschaft steigen die Freunde auf meine Schultern und sagen mir: Du bist gar nicht so groß, du bist uns gleich. Und wenn die Geliebte, Radha, in verletztem Stolze, Mana, mich schilt, so stiehlt das mein Herz mehr als alle vedischen Hymnen. Ich werde Avatara werden und solche lautere Bhakti entfalten und mannigfaltige, wundersame Spiele spielen, die sogar in den Reichen von Vaikuntha nicht bekannt sind und die mich selbst in Erstaunen versetzen. Die Yogamaya wird das alles zustande bringen. Bald Vereinigung, bald Trennung, als ob es ein Schicksal wäre. Ich selbst werde die Essenz aller dieser Rases kosten und dadurch allen Bhaktas Gnade erweisen. Und wenn die Bhaktas, die noch außerhalb dieser Lila stehen, von der lauteren Liebe von Vraj hören, werden sie auf dem Pfad der spontanen Liebe alle Pflichterfüllung um des Lohnes willen beiseite werfen. Im Bhagavatam 10.33.36 heißt es ja: Um den Bhaktas ergreifende Gnade zu erweisen, wird Krishna sichtbar in einer menschenähnlichen, das heißt zweiarmigen Gestalt und spielt solche Spiele, dass diejenigen, die davon hören, zum Dienen in dieser Lila hingezogen werden. Sri Chaitanya Charitamrita Adi Lila 4.16 bis 9, 17 bis 39. In weiteren vier Strophen hat Krishnadas Kaviraj im Chaitanya Charitamrita den Sinn von Chaitanyas gesamter Lila zusammengefasst. Nur die erste Strophe davon, die von Bhagavan Swayam handelt und die bereits früher fragmentarisch zitiert wurde, stammt von ihm, die mehrere Jahrzehnte lang in Vrindavan den Unterricht des sechs Goswamis empfingen, die fast alle vertraute Jünger Chaitanyas waren und der auch von Chaitanyas geliebtem Freund aus der Gopi-Lila Swarup Damodar unterwiesen wurde. Das einzige Brahman der Upanishad ist wahrlich seines Leibes Glanz. Der Paramatma, der innere Lenker, ist seines Teilaspektes Herrlichkeit. Er ist Bhagavan Swayam in seiner ganzen Fülle mit den sechs Gottesmächten ausgestattet. Es gibt im Weltall kein höheres Prinzip als Krishna Chaitanya. Sri Chaitanya Charitamrita Adi Lila 1.3. Die nächste Strophe übernahm Krishnadas Kaviraj von Rupa Goswami. Sie findet sich zu Beginn seines Krishna-Dramas Vidagdha Madhava, das er unter lebhafter Anteilnahme Krishna Chaitanyas viele Jahre vor dessen Fortgang in Puri schrieb.
Die Strophe deutet auf den exoterischen Sinn von Chaitanyas Kommen, auf das, was seine Sichtbarwerdung für die anderen, für die Bhaktas, bedeutet. Um die noch niemals vorher geschenkte, Fußnote 323, in dieser Weltentwicklung die 4.320 Millionen Jahre wert. Um die noch niemals vorher geschenkte, seit undenkbarer Zeit nicht mehr geschenkte, Fußnote 324, vor undenklicher Zeit auf einer früheren Erde war es diese ewige Prema Bhakti von Chaitanya in seiner damaligen Lila geschenkt. Um die noch niemals vorher geschenkte, seit undenkbarer Zeit nicht mehr geschenkte, im Rasa hell leuchtende und ganz unbewegte Bhakti zu sich selbst zu schenken, ist er aus Gnade im Kali-Yuga Avatara geworden. Möge dieser Hari, der Sohn der Sachi, der voller Glanz und Schönheit ist, wie geschmolzenes Gold in der Höhnung eures Herzens immerdar leuchten. Fußnote 325. Nicht Gott in seinem Teilaspekt als Paramatma, als Lenker und Ordner alles Karma, möge im inneren Raum eures Herzens aufleuchten, sondern Bhagavan Swayam in seiner ewigen Lila-Gestalt als Krishna Chaitanya, leuchten wie geschmolzenes Gold. Hinweis darauf, dass in Chaitanya auch Radhas Wesen enthalten ist. Sri Chaitanya Charitamrita Adi Lila 1.4. Die nächsten beiden Strophen sind den intimen Aufzeichnungen Swarup Damodars entnommen. Sie deuten auf den esoterischen Sinn von Chaitanyas Kommen, auf das, was das Spiel seiner Sichtbarwerdung für ihn selbst bedeutet. Radha und Krishna sind aufgrund der Pranaya-Form der Ladini-Shakti, aufgrund ihrer unsäglich vertraulichen Liebe, ein Wesen. Aber auf dem Boden von Vraj trennten sich einst ihre Leiber. Doch in Chaitanya ist diese Zweiheit nun wieder zur Einheit geworden. Ich verehre in ihm die Wesensgestalt Krishnas, vereinigt mit dem Leuchten der Liebe Radhas. Sri Chaitanya Charitamrita Adi Lila 1.5. Die letzte der vier Strophen kennzeichnet das Innerste von Krishna Chaitanyas Lila. Krishna, der Hari Mond, wurde in herrlicher Weise im Ozean des Schoßes der Sachi geboren, mit allem Reichtum von Radhas Prema Bhakti ausgestattet, aus Gier nach folgenden drei Dingen. Welche Art ist die Macht des tief vertraulichen Prema von Radha? Welche Art ist meine eigene wundersame Lieblichkeit, die durch ihren tief vertraulichen Prema erlebt wird? Welche Art ist ihr Glück, das aus dem Erleben meiner selbst stammt? Sri Chaitanya Charitamrita Adi Lila 1.6. Es heißt, die Beschäftigung mit der Lila Chaitanyas führt zum Verständnis der Lila Krishnas. Und wer sich viele Jahre innig in der Krishna-Lila versenkt, der erkennt, dass die Lila Chaitanyas das wundersamste Blühen des überweltlichen Baums der Krishna-Lila ist. Für jeden wirklich gläubigen Hindu ist die gesamte vedische Wortoffenbarung vom Rigveda bis zum Bhagavat Puranam Autorität. Die Werke aus dem Kreis um die Mitspieler Krishna Chaitanyas sind nur für diejenigen zusätzlich Autorität, die durch Chaitanyas Gnade, das heißt durch die Kraft der Bhakti, wissen, wer er ist. Obwohl er sich verhüllt, so sagen die Gurus dieser Strömung. Im folgenden Teil dieser Arbeit wird eine umfassende Auswahl aus den zeitgenössischen Berichten von der Lila Chaitanyas dargeboten.